Deep and Fresh. Herzlich willkommen zum dritten Teil von Gib nicht auf. Und bei dieser inneren Zielsetzung, gib nicht auf, ist doch die Frage, was bin ich bereit, um mein Ziel zu erreichen? Welchen Preis bin ich bereit zu bezahlen? Was brauche ich, damit ich tatsächlich am Ende dahin komme, wo ich will? Und ihr Lieben, unser Leben ist so wertvoll, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken. Was ist mein Traum? Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Berufung? Und was will ich und muss ich einsetzen, um das am Ende tatsächlich zu erreichen? Aus der Apple-Werbung habe ich was gelernt. Dort heißt es, an alle, die anders denken, die Rebellen, die Idealisten, die Visionäre, die Querdenker, die sich in kein Schema pressen lassen, die Dinge anders sehen, die sich keiner Regel beugen, die keinen Respekt vor dem Status quo haben. Sie sind die eigentlichen Genies, denn die verrückt genug sind zu denken, sie könnten die Welt verändern, die werden das auch tun. Das ist so ein Preis, den man bezahlen muss, vielleicht in den Augen anderer Leute, in manchen Punkten als merkwürdig zu erscheinen. Vielleicht auch zu erleben, dass andere nicht nachvollziehen können, warum du mit so einer Leidenschaft und Begeisterung für eine Sache brennst. Steve Jobs startete Apple, dieses Computerunternehmen, in der Garage seiner Eltern. Und es sollte die wertvollste Marke der Welt werden. Ich habe mal nachgeguckt, die haben jährlich einen Umsatz von ungefähr 200 Milliarden Dollar. Und obendrein haben sie mittlerweile auf ihrem Konto 180 Milliarden Dollar rumliegen. Das bedeutet, die haben mehr als die US-Regierung besitzt. Warum? Weil es da einen gab, nämlich Steve Jobs, der sagte, hey, ich habe einen Traum, ich habe ein Ziel. Und auf dieses Ziel, egal wie verrückt das sich für die Leute anhören mag, aber auf dieses Ziel, da lebe ich zu. Wir kennen Menschen aus dem christlichen Umfeld, Martin Luther King Jr., er war Menschenrechtler und setzte sich für die Abschaffung der Rassentrennung in den USA ein. Er gilt heute als Märtyrer, aber er war bereit für seinen Traum zu leben und am Ende sogar sein Leben zu opfern. Wir staunen über diese kleine afghanische Nonne, die dann als Mutter Teresa Geschichte machte und vom Papst am Ende heilig gesprochen wurde. Sie hat gesagt, wir können keine großen Dinge vollbringen, nur kleine, aber die mit großer Liebe. Und das wird am Ende die Welt bewegen. Spürst du diesen Geist? Diese Leute waren in sich vielleicht ganz schwach, aber sie hatten einen großen Traum und sie waren bereit, für diesen Traum ihr Leben einzusetzen. Bist du bereit, den Preis für deinen Traum zu bezahlen, für dein Bild, für deine Ehe, für deine Berufung und Bestimmung, für deine Familie, für deinen Dienst in der Kirche oder in deinem Job? Jesus war auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Sein Blick war auf das Kreuz fokussiert. Sein Weg führte ihn nach Jerusalem. Und hier spricht er die herausfordernden Worte, die wir in Lukas 14 finden. Er sagt, wenn jemand mir nachfolgen will und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, die Frau, die Kinder, die Brüder, die Schwestern, dazu auch das eigene Leben, der kann nicht mein Nachfolger sein. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Und wir lesen das und das klingt wie eine unerfüllbare Forderung, wie nahezu ein Ich gebe mein Leben auf Konzept. Für Jesus die Familie aufgeben, für Jesus auf mein Leben verzichten. Denk gut drüber nach. Was sind Menschen bereit, für ihre Ziele zu opfern? Was bist du bereit, für die größte Liebe deines Lebens zu opfern? Wir sehen das gerade im Fernsehen, wird das zerrissen, diese Story, dass sich Prinz Harry für Meghan vom britischen Königshof entsagt, um seine Frau zu lieben und für seine Familie ein Zuhause zu finden.
Vor Jahren war ein Politiker, Franz Müntefering, in aller Munde, einer, der auf dem Höhepunkt der Politkarriere stand und der sich dann entscheidet und sagt, meine Frau ist krank und ich verzichte auf meine weitere Karriere. Oder Hubert Liebherr, der Erbe dieses riesen Milliarden-Liebherr-Konzerns, der auf sein Erbe verzichtet, auf Millionen, um sich für den Kampf gegen Armut und Not in Afrika stark zu machen. Meine Frage war, darf mich Jesus Nachfolge, darf mich das Ziel meines Lebens, für Gott unterwegs zu sein, darf mich das was kosten? Und wenn ja, was? Und ich habe 4 Bereiche gefunden, wo es sich rauskristallisiert. Darf es mich was kosten? Lass mich die Bereiche kurz angucken. Darf es dich deine Zeit kosten? Das Zweite, darf es dich deinen Spaß kosten? Darf es dich deine Schätze kosten? Und das Letzte, darf es dich Beziehungen kosten? Lass uns mal über Zeit einen Augenblick nachdenken. Zeit ist eine begrenzte Ressource. Wir wissen so 78, 80 Jahre, sagt der Durchschnitt. Und wenn du nur 80 Jahre zur Verfügung hast, dann irgendwann merkst du, zählt jede Minute. Aus diesem Grund wird uns gesagt, hey, vergeude deine Zeit nicht. Carpe diem, nutze den Tag. Jeder Pulsschlag trägt die Botschaft zum Tod, zum Tod, zum Tod. Und wenn das tatsächlich deine Richtung ist, dann willst du in dieses Leben alles reinpacken, was geht, weil, hey, mehr gibt's ja scheinbar nicht. Dann bis zum letzten Atemzug alles auszukosten, dann ist Geduld unbezahlbar und Hoffnung keine Option. Wenn aber dein Leben und deine Zeit ein Geschenk Gottes ist und nicht an der menschlichen Todeslinie aufhört, sondern dann darüber hinaus in ein ewiges Leben reicht, dann bekommt Zeit einen völlig anderen Wert. Dann kann ich mein Leben in andere Menschen investieren. Dann kann ich Zeit nehmen für dich. Dann raubst du mir nicht meine Zeit. Dann merke ich, dass Zeit etwas ist, das mir tausendfach zurückerstattet wird. Und plötzlich begreife ich, wenn ich meine Zeit in Gottes Hand lege, dann ist Gott derjenige, der für mich Situationen vorbereitet, der für mich Werke vorbereitet. Dann ist mein Leben tatsächlich in der Planung Gottes. Und wann und wie er es plant, völlig ihm überlassen. Er wird zur richtigen Zeit das Richtige tun. Mit einem Mal merke ich, Zeit ist nicht mehr etwas, was mir durch die Hände rinnt und das ich einfach nur verliere, sondern Zeit hat Perspektive Ewigkeit. Und genau das wird in der Bibel gesagt, in Prediger 3. Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit und er hat Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Jesus sagt in Johannes 17, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und mich, den du gesandt hast, dass sie mich erkennen. Wenn du Gott erkennst und weißt, es gibt mehr als nur unsere kleine begrenzte Welt, hey, dann hast du das Leben entdeckt. Ich habe ein Beispiel gesehen und das hat mir gefallen. Jemand hatte ein riesenlanges Seil, ich weiß nicht, mehrere hundert Meter. Und er hat vorne an den Anfang des Seils hat er ein rotes Klebeband gemacht. Und dann stellte er sich vorne hin und sagte, Leute, guckt euch dieses Riesenseil an, das ist die Ewigkeit. Und dieser kleine, rot ummantelte Bereich, das ist unser kurzes Leben. Leute, wofür lohnt es sich? Für diese paar Jahre oder für die Ewigkeit zu leben und zu denken? Und ich merke, das bringt mich in eine ganz neue Richtung. Mein Gott hält die Zeit, meine Zeit in seiner Hand. Und er gibt mir, was ich brauche, viel besser. Und ich investiere mich in seine Pläne und Gott investiert sich in mein Leben, in dieser Zeit und über die Zeit hinaus. Und das macht das Leben so unglaublich spannend. Meine Kinder kamen irgendwann zu mir und sagten, Papa, wenn du für Gott und diese Sache arbeitest, wer kümmert sich um dich? Und über die Frage habe ich nachgedacht und in diesem Zusammenhang rief mich ein wunderbares älteres Ehepaar an und sagte, wir haben in der Nähe der Ostsee haben wir so ein Ferienhaus
Und wir haben auf dem Herzen, es dir und deiner Familie zur Verfügung zu stellen. Wann immer du Urlaub machen willst, darfst du dahin. Ich kam mit dem Gedanken zu meinen Kindern und mein großer Sohn realisierte die Situation sofort und sagte, Papa, das hast du gemeint, wenn Gott anfängt, für dich die Sachen zu denken und in Bewegung zu bringen. Ah, er sorgt für dich und für deine Zeit. Und ich dachte, that's the point. Da liegt der Schlüssel. Der zweite Bereich. Wir sind in einer Gesellschaft, ja, Spaß ist die Hauptwährung. Wir sind in einer sogenannten Spaßgesellschaft, Zerstreuung, Unterhaltung. Oft ist meine Befürchtung, das ist so eine Flucht aus der Realität in eine Scheinwelt. Virtuelle Realität, computeranimierte Welten. Wir erleben Belustigung bis zum Todlachen und spüren ganz tief in unserem Herzen, dieses Lachen bleibt uns manchmal im Hals stecken. Und das, was als Spaß gedacht ist, ist letztlich nur die Flucht irgendwohin. Weil wenn die Realität kommt, ist sie ehrlich, ist sie hart, ist sie oft ganz schmerzlich. Und meine Frage war, hey, gibt es nur diese aufgeblasene, so eine Luftballonwelt und wenn dann die Realität mit der Nadel reinpiekst, bleibt nichts übrig? Was war Gottes Plan? Und Gottes Plan war, uns in eine glückliche, in eine überfließend schöne Welt zu setzen. Wenn irgendeiner Freude und Lebensfreude erfunden hat, dann unser Gott. Es beginnt schon, dass er den Menschen schafft und ihn in einen Garten setzt. Und er nennt diesen Garten Eden, was auf Deutsch übersetzt Wonne und Fülle heißt. Und in diesem Garten bereitet Gott alles für den Menschen zu, dass es für ihn tatsächlich schön ist. Die tiefsten Bedürfnisse des Menschen werden durch Gott gestillt. Denk einfach mal drüber nach. Wir haben Geschmackssinn. Und Gott bereitet die köstlichsten Früchte, das köstlichste Essen für den Menschen vor. Wir haben den Sehsinn, wir können Sachen anschauen. Und wer jemals einen wunderschönen Sonnenaufgang erlebt hat, weiß, was Schönheit sein kann. Das hat Gott für uns geschaffen. Wir haben einen Hörsinn, wir können Klänge, wir können Musik wahrnehmen. Und wer irgendwann mal am Meer sitzt und das Rauschen des Windes hört und diese unterschiedlichen Töne und Nuancen, der merkt, wow, diese Welt ist so voller Musik. Wir haben einen Tastsinn, wir können fühlen. Wir merken, wie gut uns Zärtlichkeit tut, wie gut erfüllende Sexualität ist. Gott hat das in den Menschen hineingelegt. Das dürfen wir genießen. Wir haben einen Riechsinn. Ja? Wer mal durch eine Parfümerie geht und Düfte genießt und merkt, wow, es gibt so unglaublich viel da zu entdecken, wie mega schön, dass Gott uns damit beschenkt. Und wir spüren, hey, unser Gott hat für uns das Schönste und das Beste und das Glückseligmachendste vorbereitet, das es gibt. Hey, schöner alter Ausdruck. Wir wurden geschaffen zu liebevollen Beziehungen. Gott baute den Menschen nach seinem Bild und so sind wir beziehungsfähig zu Gott hin, aber auch beziehungsfähig zum anderen. Deswegen ist Ehe und Familie so erfüllend. Wir haben begeisternde Beziehungen zueinander und Gott gibt uns eine sinnerfüllende Aufgabe. Alles das lesen wir schon in den ersten Kapiteln der Bibel. Gottes Plan war, dass es uns wohlgeht in allen Stücken. Und hey, wenn wir das entdecken, dann spüren wir, hey, eigentlich einen Lebenssinn, diesen sogenannten Spaß im Leben, den kannst du nur in der Kombination mit Gott bekommen. Das, was wir erleben, John Steinbeck hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Jenseits von Eden. Und ich glaube, das ist genau, was wir erleben. Dass wir krampfhaft uns irgendwelche sogenannten Pseudo-Freuden irgendwie zusammenbauen, aber spüren tief in unserem Herzen, das befriedigt uns kein bisschen. Es ist viel zu wenig, um wirklich glücklich zu sein. Ich mag dieses Beispiel von diesem christlichen Philosophen C.S. Lewis. Er hat gesagt, wir Menschen sind wie Kinder, die in einem Sandkasten spielen und sich ihre Sandkuchen bauen und die dann essen und gar nicht checken, dass zu Hause die beste Torte auf sie wartet. Wir sind jenseits von Eden und geben uns mit irgendeinem Fraß zufrieden, anstatt das wirklich lebenserfüllende von Gott zu bekommen. In dem Psalm gibt es diese großartige Entdeckung. Dort heißt es im Psalm 16, Vers 11, Gott, du zeigst mir den Weg des Lebens. Vor dir ist Freude die Fülle. Und ich merke, das ist der Gedanke, den ich entdecken darf. Bei meinem Gott
gibt es Freude, die Fülle. Und wenn ich ihm nachfolge, dann verliere ich vielleicht diesen zeitlich begrenzten, komischen, oberflächlichen Spaß dieser Welt, aber ich entdecke den wahren Sinn, die wahre Lebensbestimmung. Und das ist großartig. Augustinus hat gesagt, und dieser Satz gefällt mir, er hat gesagt, willst du ewige Freude, dann musst du dich an jemanden hängen, der auch ewig ist. Sprich, an Gott. Er ist die Quelle unserer Freude. Das Dritte, unsere Schätze. Es kommt ein junger Mann zu Jesus. Ein religiös ziemlich gebriefter junger Mann, für den die Frage sich aufgeworfen hatte, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Wie bin ich gut genug, dass Gott mich im Himmel annehmen kann? Und er vergleicht seine Lebensführung mit denen anderer Leute und er kommt zu dem Resultat, also ich habe mich an die Gesetze gehalten. Ich habe mein Leben relativ vorbildlich gelebt, so Gott müsste eigentlich mit mir zufrieden sein. Und das ist ja oft so unsere Illusion, also im Vergleich zu, ganz ehrlich, im Vergleich zu Adolf Hitler bin ich auch eine echt heilige Seele. Aber im Vergleich zu Mutter Teresa schneide ich völlig anders ab. Es gab in unserer Stadt einen sogenannten Triathlon, Stadttriathlon. Und mein Schwager und mein Nachbar, wir zu dritt, haben dafür trainiert. Und es stellte sich raus, dass ich von der körperlichen Fitness derjenige war, der am besten abschnitt. Und im Stillen habe ich damit gerechnet, okay, wenn wir jetzt alle da bei diesem Triathlon teilnehmen, dann komme ich bestimmt unter die besten 10. Leute, ich war auch noch nicht unter den besten 100, sondern irgendwann im großen Mittelfeld bin ich gelandet. Warum? Ich habe mich zum Maßstab gemacht, aber ich war gar nicht der Maßstab. Und so oft geht uns das so, dass wir bei Gott denken, ich bin der Maßstab. Nein, du bist nicht der Maßstab, sondern Gott ist der Maßstab. Und er ist heilig und ohne Fehler und er ist total rein und er ist total gerecht. Und da merken wir, Gott, was ist deine Vorgabe? Und Jesus schaut diesen jungen Mann an und sagt zu ihm, mein Freund, lass uns einfach über einen Bereich reden. Er sagt, verkauf, was du hast, Junge, schenk's den Armen und dann hast du einen Platz im Himmel. Und der junge Mann dreht sich um und merkt, wow, Jesus hat genau den neuralgischen Punkt getroffen, sein eigenes Problem. Nämlich sich selber zu sichern, sich seine eigenen Reichtümer zu machen, so mit meinen Schätzen hoffentlich irgendwie mir meinen Wohlstand zu sichern. Mein Schatz. Und jeder, der mal Herr der Ringe gesehen hat, kann sich an Gollum erinnern, der diesen komischen Ring der Macht nicht loslassen kann. Mein Schatz. Aber am Ende verliert er sein Leben. Und Jesus sagt es, er sagt, Leute, wenn ihr denkt, ihr müsst euch wirklich an materiellen Schätzen festhalten, die werden irgendwann von Motten und Rost zerfressen. Da verlierst du deine Seele. Und der Satz, Geld beruhigt, ist doch dummes Zeug. Die Leute, die Geld haben, haben ständig Sorgen, dass sie es irgendwie vermehren müssen oder dass es ihnen irgendeiner wegnehmen kann. Leute, die mit Goldblompen im Mund, mit dem Kopf im Safe schlafen, damit ja keiner da irgendwie rankommt. Also das ist doch kein Lebensstil, der uns tatsächlich glücklich macht. Und wenn wir ehrlich sind, wofür? Niemand von uns nimmt irgendwas mit. In die letzte Kiste passt alles rein. Und einen Leichenwagen mit Anhänger habe ich noch nie gesehen. So, diese Illusion ist doch völlig krank. Und Gott sagt, bitte, bist du bereit, diese Pseudoschätze loszulassen, um die wirklichen zu bekommen? Hey, die Leute, die wirklichen Schätze sind doch Dinge, die wir aus Liebe tun, die unser Dasein, unser Tun überdauern. Gute Taten der Liebe, Investitionen in Menschen, Investitionen in Gottes Sache, in Gottes Gemeinde, zur Verbesserung dieser Welt beitragen, indem wir mit unserem Herzen wirklich dienen, wo immer wir können und Menschen zu einer Beziehung mit Gott führen. Das sind doch ewige Werte. Leute, die bleiben über den Tod hinaus. Dann wirst du irgendwann mal hören, wie Gott zu dir sagt, du warst treu, mein Knecht, in den kleinen Dingen, ich setze dich über viel. Das Letzte, unsere Beziehung. Wir leben in einer Welt, wo die Realität die einer zerbrochenen Beziehung ist. Zerbrochene Herzen, verletzte Menschen, kaputte Ehen, kaputte Familien. Das ist der Normalzustand. Und wir merken, wenn wir unsere Bedürfnisse nach Geliebtsein, nach angenommen
sein, nach Wertgefühl von Menschen abhängig machen, werden wir in der Regel enttäuscht. Warum? Weil Menschen sind nicht die Quelle. Wir brauchen eine Quelle von Liebe, die übernatürlich lieben kann, die uns tatsächlich annimmt, wie wir sind, die damit leben kann, dass wir fehlerhaft sind und die trotzdem groß genug ist, uns mit unseren Fehlern zu leben, lieben und mit uns zu leben und so lange zu lieben, bis wir gesund werden und heil werden. Wenn du Menschen missbrauchst, damit sie mit ihrer Liebe dein Vakuum füllen, wirst du es nie füllen können. Du wirst den anderen Menschen zerstören. Du wirst Menschen missbrauchen, weil du so schrecklich einsam, so schrecklich verletzt, so schrecklich unheil bist. Und wer unheil ist, wird auch Unheil anrichten. Deshalb müssen wir nach einer Beziehung suchen, die mit allem, was sie hat, in unser Leben investiert. Und genau das ist die Liebe, die Gott in Jesus sichtbar gemacht hat. Jesus, der auf die Welt kommt und sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, dass jeder, der Jesus annimmt, diese vergebende Liebe Gottes annimmt, erneuert wird, heil wird, Kind Gottes wird und durch die Liebe Gottes, die ausgegossen wird, durch den Heiligen Geist in unser Herz, erleben wir plötzlich wieder eine Fülle von Liebe auftritt, die uns heil werden lässt. Und dann merken wir plötzlich in dem Augenblick, wo wir diese Liebe Gottes angenommen haben, werden wir liebesfähig. Und das ist der Schlüssel zur Heilung. Du brauchst diese Quelle der Liebe. Du brauchst Gott selber. Ich sage Gott, der im Hebräerbrief im 13. Kapitel sagt, ich will dich niemals verlassen, ich will dich nie aufgeben, ich werde dich nie versäumen, ich werde immer da sein. Diese Liebe, die ewig währt. Das hat in der Bibel einen ganz eigenen Ausdruck. Da steht nicht Phileo, so brüderliche Liebe, da steht auch nicht Eros, erotische Liebe, sondern da steht Agape, göttliche Liebe, die nie aufhört. Und diese göttliche Liebe kommt nur von Gott. Und nur wer diese göttliche Quelle der Liebe entdeckt, merkt, dass diese Liebe ihn befähigt, über seine menschlich begrenzte Liebe hinausgehen zu können. So, warum erzähle ich dir das? Weil ich möchte, dass du was entdeckst, wenn du nicht aufgeben willst, wenn du dranbleiben willst. Und Gott dich einlädt und sagt, ey, was für einen Preis bist du bereit zu zahlen? Ja, bist du bereit, deine Vorstellung von Zeit aufzugeben, deine Vorstellung von Spaß aufzugeben, deine Vorstellung von Schätzen aufzugeben, deine Vorstellung von Beziehung aufzugeben? Und wenn du bereit bist, das von mir zu bekommen, dann strömt diese übernatürliche Kraft in dein Leben. Dann kommt göttliche Motivation, göttliche Freude, göttliche Befähigung in dein Leben rein. Und mit einem Mal merkst du, mit diesen göttlichen Funden bin ich in der Lage, das wirklich zu packen. Da spüre ich, da öffnen sich Quellen, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Und das ist, was Gott sagt, ey, nimm doch mein übernatürliches Leben in dich hinein. Und dann bist du in der Lage, wirklich durchzuhalten, alles zu bewegen und am Ende zu sagen, was für ein mega schönes Leben. Ich hätte nicht gedacht, dass das Beste noch kommt. Aber genau das ist, was Jesus uns gibt. Bei ihm kommt das Beste hier schon in dein Leben und, hey, Dimension Ewigkeit noch drüber hinaus. So, ich lade dich ein, ja, bleib dran, gib nicht auf und lerne in diesem besten Leben nach vorne zu kommen. Gott segne dich.